Jetzt sehen wir uns tatsächlich wieder nur hier am Video, aber besser so als gar nicht. Und wir haben uns auch wieder was Schönes für euch einfallen lassen, damit die Zeit ein bisschen schneller vergeht, bis wir uns hoffentlich bald wieder live sehen können. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lang drum herum, sondern starten gleich mit unserem Anfangslied wie immer. Einfach spitze, dass du da bist. Und ich bitte euch alle aufzustehen und mitzutanzen. Ja. Und ich glaube ja, wenn ihr ganz laut mitsingt, dann können wir euch durch den Computer hören. Probieren wir das mal aus. Oder durch das Handy. Oder durch das Handy. Genau. Wo auch immer ihr das seht. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Stampfen! Einfach spitze, lass uns stampfen. Einfach spitze, lass uns stampfen. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lass uns stampfen. Einfach spitze, lass uns stampfen. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Wir klatschen, einfach spitze, lass uns klatschen, einfach spitze, lass uns klatschen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lass uns klatschen, einfach spitze, lass uns klatschen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Hüpfen, einfach spitze, lass uns hüpfen, einfach spitze, lass uns hüpfen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Lass uns hüpfen, einfach spitze, lass uns hüpfen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Zum Abschluss tanzen wir. Einfach spitze, lass uns tanzen, einfach spitze, lass uns tanzen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lass uns tanzen, einfach spitze, lass uns tanzen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Sehr gut und so laut, das war ja grandios. So. Heute wollte ich gerne mit euch über Freundschaft sprechen. Da gibt es ja aber momentan ein paar Probleme. Corona nämlich. Corona ist ja dieses komische Virus, das einfach plötzlich da war und dem es bei uns so gut gefällt, dass es irgendwie gar nicht mehr weg möchte. Corona schränkt uns aber schon noch sehr ein. Gerade wenn es jetzt wieder mal ganz arg ist, können wir unsere Freunde nicht so sehen, wie wir das gerne würden. Vor allem nicht so oft, wie wir gerne würden. Oder nur draußen. Da wird es dann oft ganz, ganz still, auch zwischen den allerbesten Freunden. Aber wisst ihr was? Peter, weißt du, was wahre Freundschaft ausmacht? Wahre Freundschaft übersteht nämlich alles. Wahre Freundschaft übersteht Corona. Wahre Freundschaft übersteht es auch, wenn man sich einmal länger nicht sieht. Und das Wichtigste ist, wenn man sich dann wieder sieht, auch nach langer, langer Zeit, dann ist alles genauso lustig, wie es vorher war. Manchmal sogar noch lustiger, wenn man das Ganze gleich noch einmal viel mehr schätzen kann, dass man den anderen sieht. Und dazu wollten wir euch jetzt gerne eine Geschichte erzählen. Dazu hole ich uns jetzt aber die Kamera wieder her. Huhn und Maulwurf. Eigentlich gehören das Huhn und der Maulwurf zusammen wie Brot und Butter, wie Zimt und Zucker, wie Kaiserschmarrn mit Apfelmus und wie Extrawurst und Semmel. Sie waren einfach unzertrennlich, die allerbesten Freunde. Doch an einem warmen Frühlingstag packte das Huhn seine Koffer, war total aufgeregt und sagte, dass es auch mal in andere Dörfer schauen will, ob die Körner dort genauso gut schmecken wie hier beim Maulwurfhügel. Zum Abschied rupfte sich das Huhn eine Feder aus, seine allerschönste Feder, gab sie dem Maulwurf und ging in die Nachbarortschaft.
zu den anderen Körnern. Grimmig nahm der Maulwurf die Feder an und verkroch sich in seinem Hügel. Da kannst du ihn einfach draufschieben. Genau, super. Er war sehr traurig und enttäuscht. Wie konnte ihn das Huhn nur verlassen? Er sagte, morgen schmeiße ich die Feder gleich weg. Aber heute werde ich sie noch als Fächer benutzen. Am nächsten Tag benutzte er die Feder zum Aufkehren. Und am Tag danach, um sich seinen Rücken zu kratzen. Jeden Tag fand er einen neuen Grund, die Feder zu behalten. Sie erinnerte ihn an seine beste Freundin, das Huhn. Und bald schon war er gar nicht mehr böse, nur etwas einsam. Nach gar nicht allzu langer Zeit erkannte das Huhn, dass Körner eigentlich überall gleich schmecken. Und an der Stelle, wo sich das Huhn einst die Feder ausrupfte, war ein Loch. Es wachste keine neue Feder nach und dem Huhn war es oft sehr kalt. Außerdem erinnerte es das Loch an seinen allerbesten Freund, den Maulwurf. Das Huhn wurde auch einsam, also ging es zurück zum Maulwurfshügel. Zaghaft klopfte es an. Der Maulwurf kam heraus. Hallo, sagte das Huhn. Hallo, sagte der Maulwurf. Ich kam hier gerade zufällig vorbei und wollte sehen, ob du meine Feder noch hast. Natürlich, sagte der Maulwurf. Ich decke mich doch jede Nacht damit zu. Tatsächlich, fragte das Huhn. Meinst du, da ist auch noch Platz für mich? Der Maulwurf überlegte kurz. Dann lächelte er und sagte, wir können es ja mal versuchen. Und es war seltsam. Irgendwie scheint die Feder gewachsen zu sein. Sie deckte nämlich beide zu, warm und unendlich geborgen. Seht ihr? Huhn und Maulwurf waren die allerbesten Freunde. Dann haben sie sich ein wenig aus den Augen verloren, haben sich längere Zeit nicht gesehen. Als sie sich dann aber wieder gefunden haben, war alles genauso schön und lustig wie vorher. Oder noch besser, vor allem im Fall von Huhn und Maulwurf, weil ihre Freundschaft zueinander ist, glaube ich, sogar ein bisschen gewachsen. Nein, ja, ja, genauso wie die Feder gewachsen ist. Na, Papa! Ach so? Es kommt nicht darauf an, wie oft man sich sieht. Es ist nur wichtig, dass man an den anderen denkt und dass man ihn lieb hat. Und manchmal, wenn ihr jetzt vielleicht einsam seid, weil kein Freund in der Nähe ist, und eure Mama oder euer Papa oder euer Bruder oder eure Schwester können diese Lücke gerade nicht füllen, dann habe ich einen Tipp für euch. Legt mal eure Hand aufs Herz oder auf den Bauch oder beides und macht eure Augen zu. Und dann könnt ihr ganz fest an Jesus und an den lieben Gott denken. Ich verrate euch nämlich was. Die beiden, die sind immer ganz nah bei euch, tief in eurem Herzen. Und die haben euch auch beide sehr lieb und die wollen auch euer Freund sein. Das heißt, ihr seid gar nicht alleine. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir jetzt ein Bild malen. Ihr könnt ein Bild malen, wo man euch mit euren Freunden sieht oder mit eurer Familie oder mit eurem allerbesten Freund, eurer allerbesten Freundin. Ihr könnt mir auch ein Bild malen von Huhn und Maulwurf oder von was auch immer ihr wollt. Eure Eltern können mir dann wieder ein Foto von diesem Bild schicken und ich hänge das dann wieder ins Oratorium. Ich war erst vor kurzem im Oratorium und habe ein Bild aufgehängt von den dritten Figuren. Und ich muss euch sagen, unsere Wand, die ist jetzt echt schon ganz schön voll und bunt, voller Erinnerungsstücke an unsere letzten Treffen. Da geht ja rein und rein. Da geht bald gar nichts mehr drauf, genau. Wir werden schauen, wo wir dann auswandern, auf welche Wand. Jetzt schicken wir zum Schluss noch unser Abschlussbild. Im Schlingaufgang, dann können wir es uns nicht so gut anschauen. Wir werden da oben dann schon noch eine andere Wand finden. Unser nächster Termin wäre am 12. März
im Oratorium. Schauen wir mal, ob wir uns dort sehen oder ob wir wieder ein Video machen. Ich glaube aber fast, dass wir es schaffen, dass wir uns im Oratorium wiedersehen. Ich hoffe es zumindest. Dann würde ich sagen, wir singen unser Abschlusslied. Wer darf das uns erfahren? Das ist, komm, sag es allen weiter. Ihr könnt mittanzen, ihr könnt auch sitzen bleiben und nicht singen, ihr könnt es auch einfach genießen. Jeder wie er will, jeder wie sie will. Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Sein Haus hat offene Türen, er ruft uns in Geduld. Wen alle zu sich führen, auf die mit Not und Schuld. Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Wir haben sein Versprechen, er nimmt sich für uns Zeit. Wird selbst das Brot uns brechen, kommt alles ist bereit. Bye-bye.